Und heiße euch alle herzlich willkommen zum Webinar zum Thema intermodales Routing. Mein Name ist Bernd Welter, seit 20 Jahren bei der PTV und der Zambano, wenn es um die Entwicklerkomponenten geht. Heute redet aber der Florian Gritsch. Florian, ich übergebe an dieser Stelle den Bildschirm an dich, beziehungsweise hole ihn dir einfach deine Bühne. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Florian Krietsch. Ich bin seit 2008 bei der PTV. Ich probiere jetzt meinen Bildschirm zu teilen. Klappt das? Klappt, klappt, ja. Okay, prima. Heute ist das Thema intermodales Routing mit einer Komponente namens X-Intermodal. Die Komponente als solches löst das Problem von fahrplanbasierten Routeninformationen im Routing. Das heißt, wenn eine Fähre fährt, hat die einen Fahrplan. Wenn ein Zug fährt, hat er auch einen Fahrplan. Und um solche Objekte im Rahmen vom Routing entsprechend zu berücksichtigen, kann der X-Intermodal unterstützen. Es gibt diverse Anwendungsfälle, die wir prinzipiell adressieren können. Manche sind operativ, manche sind strategisch. Ich werde jetzt nicht alles einzeln durchgehen. Ich denke, es wird relativ klar, wenn wir nachher auch in die Demonstration gehen. Die Hauptidee vom X-Intermodal ist, eine Routenauskunft durchzuführen von einem Ort A zu einem Ort B unter Berücksichtigung eines Straßenroutings, aber auch eines möglichen intermodalen Alternativroutings. Das heißt zum Beispiel, eine Route von Rotterdam nach Mailand wird nicht nur als Truck-Alternative dargestellt, sondern es gibt dazu vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit, mit der Bahn beispielsweise den Transport durchzuführen. Wir betrachten das Ganze auf Basis von einer Door-to-Door-Kette. Das heißt, dass wir eine Adresse eingeben als Start und auch eine Adresse als Endkoordinate. Es wird dann gerechnet ein Vorlauf zum Terminal, wo entsprechend eingestiegen wird, dann den Hauptlauf und das Gleiche dann noch einmal auf dem Nachlauf. Das heißt, dass wir nicht nur ein reines fahrplanbasiertes Routing haben, sondern wir haben das Ganze integriert in eine durchgängige Kette. Die Routen werden ähnlich wie beim X-Route mit KPIs versehen. Das heißt, dass beispielsweise Fahrzeiten, Emissionen, Distanzen und daraus dann auch abgeleitet CO2-Emissionen für die einzelnen Transportalternativen sichtbar werden. Vielleicht eine kleine Übersicht über die Idee hinter der operativen Anwendung, insbesondere für ein Planungssystem beispielsweise, wo es einen Transportauftrag gibt, gibt es verschiedene Ansatzpunkte für den X-Intermodal. Er kann dort eine schnelle und einfache Berechnung von Transportalternativen durchführen und den Planer bzw. den Disponenten dabei dann unterstützen, ein Angebot zu erstellen bzw. den Transportauftrag zu verplanen. Das Ganze kann man dann noch weiterdrehen und sagen, insbesondere wenn es einen Störfall gibt, beispielsweise ein Zug ist ausgefallen oder ein Transport ist verspätet, welche Alternativen gibt es unter Berücksichtigung von Transportzeit oder Transportkosten, kann man dort dann probieren, den Störfall entsprechend aufzulösen. Auf der strategischen Ebene ist es auch ein sehr interessantes Tool für die Betrachtung von ja, modalen Verlagerungen für beispielsweise Transportnetze, die aktuell nur auf den LKW setzen. Welche Möglichkeiten gibt es dort beispielsweise eine modale Verlagerung relativ einfach durchzuführen und dann entsprechend auch in Szenarien einzutauchen? Das heißt, was passiert, wenn ich einen Anbieter beispielsweise einen fiktiven zu nennen, den Superspeed-Anbieter durch einen Supergünstig-Anbieter zu ersetzen. Wir können auch da einen Hupak oder einen Kombiverkehr jetzt nennen. Was passiert, wenn dort irgendwie
sich die Konditionen ändern, wenn sich der Fahrplan ändert und so weiter. Dort kann man verschiedene Simulationen durchführen. Ich gehe einmal eine Folie weiter. Unsere Intermodal-Lösung ist entsprechend mit intermodalen Daten versehen. Wir haben als PTV einen relativ umfangreichen Datenbestand, den wir auch in Anwendungsfällen entsprechend einbringen können. Er setzt im Wesentlichen auf ein physikalisches Netz auf, das beschrieben wird von Terminals und Infrastrukturen, beispielsweise Schienengleisen. Das heißt, wir haben eine digitale Karte, die einen Zusatzlayer hat, neben dem reinen Straßennetzwerk, das dann entsprechend intermodale Infrastrukturen umfasst. Neben der Infrastruktur ist auch noch das Thema Service-Netzwerk ein Thema. Darunter fallen insbesondere die Fahrpläne. Das heißt, intermodale Operateure, wie beispielsweise eine UPAC oder Kombiverkehr oder eine TX, stellen Fahrpläne bereit. Das heißt, es gibt ein gewisses Produktionsangebot von Transportdiensten, die regelmäßig fahren. Das heißt, montags Abfahrtszeit 9 Uhr und zwei Tage später ankommen um 14 Uhr beispielsweise für einen Transport von Hamburg nach Rom. So, das ist so der ganz schnelle Sketch vom X-Intermodal, von den Bedürfnissen dafür. Es braucht, wie gesagt, intermodale Daten. Ein Teil von Ihnen wird bereits über intermodale Daten verfügen. Insbesondere das Thema Stammdaten, aber auch das Thema Fahrpläne wird bei Ihnen vielleicht auch schon aufgeschlagen sein. Wir tun darüber hinaus noch etwas, und das ist auch vielleicht was, was für Sie auch interessant ist, das können wir auch gleich noch gerne weiter thematisieren. Das ist das Thema Kosten. Und das ist nicht das Thema Kosten im Sinne von Preisen, also sprich Preise, wie sie am Markt beispielsweise für eine Fahrkarte aufschlagen. Also vielleicht kostet eine Fahrt von Dover nach Calais 200 Euro. Sondern es sind in dem Falle Produktionskosten. Das heißt, wir haben ein relativ umfangreiches Kostenkalkulationsmodell, was wir anwenden können, um eine Abschätzung von Fahrplankosten, wie sie bei der Produktion des Fahrplans entstehen, hochzurechnen. Und das kann für den Anwender interessant sein, zu sehen, was sind denn die Produktionskosten gegenüber den Kosten, die gegebenenfalls gerade am Markt verlangt werden. Es gibt eine ganz gute Indikation. Gut, gibt es dazu erstmal Fragen? Ansonsten würden wir jetzt weiter eintauchen. Ich würde vielleicht nur mal kurz rückmelden, dass es natürlich auch in einem 0815 oder einem Standard X-Root-Server sowas wie Fähren und Piggyback-Transporte gibt, eben aber mit anderen oder mit weniger Eigenschaften, mit weniger Flexibilität. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Fähre von, ich weiß nicht, nach woanders haben, dann haben wir schon auch hinterlegt, dass diese Fähre eine Fahrt von vielleicht 3,5 Stunden beinhaltet, aber da gibt es kein, wann genau getaktet fährt diese Fähre eigentlich, sondern wir kommen im Prinzip an dem Hafen an und dann fahren wir in der Routing Engine einfach 3,5 Stunden später auf der anderen Seite der Fähre wieder runter. Ob da tatsächlich gerade was fährt, als realer Fahrplan, davon haben wir im Standard-Server keine Ahnung. Das mal nur als Rückmeldung zu dem, was du schon angedeutet hast, mit den Fahrplänen als Mehrwert. Okay. Zu den Fahrplänen, das ist ein gutes Beispiel mit der Fähre, insbesondere so Rennstrecken wie Dover-Calais. Da fährt die Fähre stündlich oder noch häufiger, gerade Richtung Skandinavien, da fährt die vielleicht einmal am Tag oder auch nicht jeden Tag, je nachdem, wohin es gehen soll. Und da ist dann entsprechend eine, ja, genaues Wissen, wann die Fähre fährt, doch relativ wichtig. Ansonsten steht der LKW dort 3 Tage und wartet, wenn es nicht vernünftig geplant ist. Okay, gehen wir mal weiter. Das Ganze basiert auf einem Routing-Verfahren, wo wir, wie gesagt, die
Standard-Routing-Funktionalität vom X-Route nutzen und zusätzlich Einstiegspunkte an Terminals eingeführt haben und dazwischen diesen Knoten über eine digitale Zusatzschicht Zeiten und Kosten entsprechend berücksichtigen. Wir haben zwei wesentliche Schritte, die den X-Intermodal ausmachen. Das eine ist das Thema Route durch das intermodale Netz, also von A nach B. Und ein weiterer Schritt, der dann auch komplexer ist, ist das ganze Thema, löse mir eine Belegungsplanung beziehungsweise löse mir ein Transportauftragsproblem, wo ich nicht nur einen Transportauftrag anschaue, sondern wo ich mir eine Vielzahl von Transportaufträgen anschaue. Um das Ganze zu visualisieren, haben wir auf dem Screenshot dieser PTV Route Optimizer Tool genutzt, um es grafisch darzustellen. Ich denke, es ist auch relativ übersichtlich. Wir haben hier eine Beispielroute von Deutschland nach Schweden uns angeschaut und haben entsprechend im linken oberen Teil eine tabellarische Darstellung für die einzelnen Stationen. Also wir fahren in Stuttgart los, geht zum Terminal nach Ludwigshafen und von Ludwigshafen aus geht es mit dem Zug nach Lübeck und in Lübeck steigen wir am Terminal auf einen Fährdienst um und fahren dann von Malmö aus zum Zielort. Es gibt gewisse Informationen, die mitkommen, zum Beispiel an welchem Tag passiert das Ganze. Also es dauert 2 Tage, um den Transport durchzuführen. Es gibt eine entsprechende Abfahrtszeit und eine Ankunftszeit. Es gibt Distanzen für die einzelnen Segmente und es gibt Informationen, wer ist der Provider, der den Fahrplan bereitstellt. So, das ist jetzt in dem Sinne die blaue Alternative. Dann gibt es noch weitere Alternativen, die auf verschiedenen anderen Lösungen basieren, die andere Strecken nutzen oder andere Betreiber oder andere Abfahrtszeiten. Wir können auch ein anderes Beispiel anschauen. Das ist jetzt beispielsweise von Nürnberg nach Saragossa. Einfach mal ein bisschen nicht nur Nord-Süd, sondern einfach mal Ost-West geschaut. Das gleiche Prinzip. Wir sehen örtlich verschiedene Strecken, die gefunden werden und entsprechend auch andere Entfernungen beziehungsweise auch andere Kosten dafür. Nochmal ein anderes Beispiel, hier in dem Fall von Rotterdam nach Budapest mit verschiedenen Anbietern wieder zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Routen, die gewählt werden. In dem Fall möchte ich, wenn es jetzt keine Fragen gibt, dazu würde ich zum zweiten Anteil vom X-Intermodal übergehen. Und das ist das Thema Belegungsplanung. Ich hatte es eingehend erzählt. Wir haben eine Routing-Funktionalität, die für einen Transportauftrag verschiedene Routenalternativen finden kann. In dem Fall sind es jetzt hier rund 15 Stück, die gefunden werden für einen Transport von Rotterdam nach Mailand. Aber welche soll ich denn wählen? Die sind zeitlich unterschiedlich vielleicht, die sind auch örtlich unterschiedlich, wie man jetzt hier drin sieht. Und hier werden in dem Fall 19 Alternativen für diese Beispielaufträge jeweils gefunden. So, die Auswahl davon kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen. Das sogenannte lokale Optimum wäre quasi, was ist für den Auftrag Messe Nummer 6 der preisgünstigste Weg, den Auftrag zu fahren und dabei die gegebenen Grenzwerte für höchste
Abholzeit, späteste Abholzeit, früheste Zustellung und späteste Zustellung entsprechend zu erfüllen. Das mag für so einen Auftrag einfach sein, wenn es aber dann 200 sind und es gibt vielleicht begrenzte Kapazitäten auf den Diensten, dann wird das Ganze wirklich auch interessant. Und das ist jetzt genau hier dieses Beispiel, was unterstützt wird. Hier werden über einen Linear-Programming-Ansatz entsprechend ein LP-Modell wird aufgesetzt und gelöst im Rahmen vom, der Funktionalität des X-Intermodals. Und wir sehen jetzt hier, es gibt eine Auswahl, also sprich von den 19 wurde eine Lösung bestimmt. Und wir sehen, der Dienst von Hupac von Köln nach Busto hat hier bereits schon 3 Buchungen. Vielleicht ist es so, weil die Transportaufträge alle zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt werden sollen und weil der besonders zeitlich günstig ist oder aber auch vielleicht, weil er preislich günstig ist. Das Thema Preis, dazu komme ich gleich. Gibt es soweit erstmal Fragen zu diesen 2 Kernfunktionen vom X-Intermodal? Klaus, du hattest dann eine Frage angedeutet. Gerne jetzt. Also Klaus hatte im Chat schon eine Frage gestellt. Kannst du gerne nochmal auf die Tonspur bringen. Könnte man auch eine Route planen nach Emissionsausstoß? Also du willst jetzt die CO2-Emissionen minimieren, Klaus, oder? Ja, also auf welcher dieser Route welche Emission produziert wird? Ja, einen kleinen Moment. Also jetzt hier sieht man das beispielhaft. Ich sehe 6 Alternativen. Oder 6 Routen. Und ich sehe, was ist hier quasi die CO2-günstigste Alternative? Das wäre jetzt die 2. Die ist sogar auch die Preis-, also die monetär günstigste Alternative. Also die wäre jetzt die in Summe günstigste. Okay. Hier ist ein kleiner Fehler in der Darstellung von der Dauer. Die stimmt nicht. Die bitte übersehen. Die Darstellung von den CO2 wie auch von den monetären Kosten und auch von der Entfernung sind korrekt. Okay, also man könnte kleinseitig die Ergebnisliste sortieren nach dem KPI, der einem interessiert, ob es die Kosten sind, die Gesamtfahrzeit oder die CO2, dann käme man entsprechend was Optimiertes ran. Ja, genau. Gut. Das wäre der Ansatz. Gibt es weitere Fragen? Von den anderen auch gerne. Ja, Kim hat schon angefangen zu tippen, hat aber dann zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob er noch was auf der Tonspur ergänzen mag. Ansonsten geh vielleicht mit langsamen Schritten weiter. Wir können ja also jederzeit nochmal unterbrechen, auch notfalls zurückgehen zu Folien. Okay. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal weitergehen zum Thema Daten. Und das Thema Daten ist eigentlich das Herzstück von dem Ganzen. Ich hatte bereits erwähnt, wir haben eine digitale Karte, die ist entsprechend auf eine Standardkarte aufgesattelt als Layer und unterstützt das Ganze. Wir sehen jetzt hier unten beispielsweise ein Schienennetz mit dem Europanetz und Richtung transsibirische Eisenbahn etwas. Hier sehen wir beispielhaft eine Weltkarte für ein Seenetz. Und hier sieht man so ein Binnenwasserstraßennetz. Zu den einzelnen Netzen gibt es entsprechende Zugänge. Die sind die Terminals. Und für diese Netze, wie auch für die Terminals zum Pflegen, haben wir eine Zusatzkomponente, die nennt sich PTV-IM Data Manager. Und über diesen Data Manager, den ich auch gleich noch zeigen werde, kann man entsprechend Terminals pflegen. Hier ist das Beispiel Rotterdam ECT Delta Terminal mit einer entsprechenden Adresse, mit einer entsprechenden Koordinate und mit entsprechenden Verknüpfungen an die einzelnen modalen Netze gemacht. Man könnte jetzt noch weitergehen und sagen, ich modelliere für das Terminal Öffnungszeiten, insbesondere wenn am Wochenende dort vielleicht nicht gearbeitet wird. Okay. Nächster Punkt zum Thema Daten bzw. Stammdaten und Fahrpläne ist das Thema Fahrplan.
Und hier ist insbesondere einfach mal am Beispiel dargestellt, wie schaut das Ganze denn aus? Hier ist jetzt der Fahrplan von der TX-Logistik, vom Anbieter TX. Die sitzen in Deutschland, bieten Schienentransporte an. Und in dem Fall haben wir einen Transport von der TX, der jeden Freitag durchgeführt wird, von Herne-Wanne Container Terminal nach Verona. Es gibt eine entsprechende Closing-Zeit und eine Departure-Zeit bei dem Zug. Das heißt, der Zug fährt nicht zwingend in dem Fall um 17.30 Uhr ab, aber ab um 17.30 Uhr ist das Tor zu am Terminal. Das heißt, wenn der LKW nach 17.30 Uhr kommt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass entsprechend die Ladeeinheit oder der Trailer oder der gesamte LKW dann noch verladen werden kann. Das heißt, bis 17.30 Uhr muss der LKW entsprechend die Ladungseinheit abgeliefert haben. Gegen diese Zeit wird entsprechend geroutet bzw. geplant. Dann gibt es eine Ankunftszeit am Tag 3, also 3 Tage, nachdem er in Herne losgefahren ist, um 5 Uhr morgens. Und entsprechend um 5 Uhr morgens steht er dort auch dann zur Abholung für den Nachlauf entsprechend bereit. Die Distanz dazwischen ist jetzt hier interessant. Und das ist jetzt der Link zur digitalen Zusatzschicht des digitalen Schienennetzes, ist hier dargestellt. Er ist in dem Fall rund 1100 Kilometer lang. Und mit dieser Information kann man jetzt verschiedene Preismodelle anstoßen. Entweder sagt man, 1 Kilometer mit der Schiene kostet 1 Euro, wie in dem Fall. Oder man sagt, in Deutschland kostet es mehr. In der Schweiz oder in Österreich ist ein anderer Preis angesetzt und in Italien nochmal und rechnet dann entsprechend. Gleiche Methodik gilt dann auch für die Berechnung von Emissionen. Entweder fragt man den Operator, wie viel Emissionen kostet es bei dir, 1 Kilometer zu fahren im Durchschnitt. Das wäre auch so ein bisschen der Link zum Thema Emissionswebinar. Auf der anderen Seite kann man fragen, was kostet denn exakt der Dienst bei dir an Emissionen? Das wäre auch quasi möglich, darüber abzufragen, mithilfe vom X-Intermodal. Was kann man noch damit tun? Man kann natürlich auch jetzt hier noch weitere Stops einfügen, beispielsweise einen in Stuttgart zum Beispiel oder einen weiter in Italien, vielleicht in Rom und hätte dann mehrere Stops und hätte dann von Startort 1, also von A nach B, kostet jetzt 1068 Euro, von A nach C kostet es vielleicht auch genau 1068 Euro. Das ist insbesondere wichtig, wenn man jetzt nicht vielleicht die Schiene betrachtet, aber wenn man zum Beispiel Asien, Europa, Containerverkehre mit dem Schiff betrachtet. Da heißt es dann von Shanghai entweder nach Rotterdam oder nach Hamburg oder nach Antwerpen kostet es immer genau die gleiche Summe. Das ist eigentlich egal. Wenn es dann aber darüber hinaus noch gehen sollte, dann kostet es vielleicht noch etwas extra, beispielsweise nach England oder nach Göteborg. Okay, gibt es dazu soweit Fragen? Wir können das Ganze nachher auch alles noch durchklicken. Können wir gern machen, aber so inhaltliche Fragen können wir auch gerne jetzt schon behandeln. Ich versuche mal ein bisschen die Brücke zu schlagen zu den Fragen, die im Chat tatsächlich schon reinkommen, auch wenn wir die nachher sowieso nochmal durchgehen, aber vielleicht auch die eine oder andere Info nochmal zusammenzufassen. Mir ist ganz wichtig, wir sitzen ja jetzt Partner, die normalerweise integrieren aufgrund einer API. Was du jetzt auch zeigst, ist durch eine Oberfläche motiviert, die Screenshots kommen aus irgendwelchen Anwendungen. Das, was du hier einpflegst, also erstmal am Ende des Tages ist der Anwender verantwortlich für diese Fahrpläne und nicht PTV gibt alle Fahrpläne rüber, so wie es jemand von Track-Attributen oder Speed-Patterns gewohnt ist. Also ja, genau. Also das ist jetzt die soweit letzte Folie von mir. Wie passt das Ganze als Komponente quasi in die
X-Server-Welt hinein. Das, was wir gesehen haben, sind grafische Visualisierungen von einer Datenbank, ist eine Integration in ein Planungstool, Boot Optimizer von PTV. Das Ganze funktioniert aber über eine API. So, hier ist mal ganz beispielhaft aus dem Raw Request Runner, aus dem X-Server 1 in dem Fall, mal so ein Beispiel quasi als Screenshot abgeschossen. Ich gebe quasi mit Startort, Zielort und bekomme dann so etwas, wie ich auch jetzt gerade grafisch visualisiert bekommen habe. Also Kosten, Dauer auf der Straße, Dauer vom Intermodalanteil, Wartezeiten, Handlingzeiten, Distanzen, CO2. So. Entsprechend ist es aufgebaut. Also sprich, das, was wir jetzt gesehen haben, ist, damit ich es zeigen kann und daran auch erklären kann, der Rechenknecht ist halt ein X-Server. Und da gibt es eine Schnittstelle, um den entsprechend zu beschießen. Man kann da natürlich die Aufrufe, wie man es hier oben auch schon etwas sehen kann, auch dann etwas tunen, also sprich, was sind die maximalen Kosten, Zeit-Kosten-Verhältnis, nach was soll gewichtet werden, wie viele Alternativen soll es denn geben, wie viele maximale Umschläge soll es geben, was ist die Maximaldistanz, die ich gewillt bin, quasi im Vorlauf zum Terminal zu fahren. Also es macht vielleicht keinen Sinn, 800 Kilometer zu fahren, um dann für 100 Kilometer mit der Bahn zu fahren. Außer vielleicht in besonderen Spezialfällen, dass man da das Wochenendfahrverbot da entsprechend aushebeln kann. Welchen Planungshorizont haben wir? Welche Transportmodi? Beispielsweise, ich möchte nicht mit der Bahn fahren, weil ich transportiere in meinem Container vielleicht neue Fernseher. Die sind danach kaputt und alle gebrochen, wenn die ordentlich durchgeschüttelt werden, sondern die sollten vielleicht besonders vorsichtig behandelt werden. Ich kann dazu dann sagen, welche Operator möchte ich nicht nutzen. Beispielsweise, ich fahre ab morgen nicht mehr mit der Hupak. Die haben mich jetzt 3 Wochen lang im Stich gelassen. Da, auf die habe ich keine Lust mehr. Jetzt fahre ich TX und so weiter. Also sprich, da gibt es einen großen Konfigurationsschatz, den man dort entsprechend ansetzen kann. Im Normalfall ist man eigentlich daran interessiert, so auch ein bisschen aus meiner Erfahrung, ich möchte erstmal sehen, welche allgemeinen Alternativen habe ich denn und dann wähle ich aus, was kommt denn für mich in Frage. Vielleicht gibt es ja irgendwie was, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Also aus dem Blickwinkel schaue ich da meistens drauf. Okay, soweit, so gut. Dies waren jetzt die Folien. Jetzt würde ich den Rest der Zeit gerne auf, ja, ich sag mal, auf die Testsysteme entsprechend schauen und da mal durchklicken. Gibt es soweit jetzt noch bis dahin Fragen? Vielleicht vorab Fragen noch aus dem Chat. Also eine Frage war, du hast vorhin gezeigt, dass wir eben auch CO2 mit ausgeben in der Response, und zwar für die verschiedenen Verkehrsmodi. Rolf hat gefragt, wie wir denn an die Modi rankommen, die nicht auf der Straße sind, also an Schiff, an Schiene und so weiter. Wie kommen wir da zu den CO2-Aussagen oder Emissionsaussagen? Okay, also es gibt Tabellenwerke, die von Eurostat beispielsweise kommen, aber auch von den einzelnen Verbänden, wo gemittelt wird, was kostet ein Kilometer CO2. Auf der Ebene betrachten wir das Ganze. Es ist aber auch möglich, komplexere, ich sag mal, CO2-Berechnungsverfahren dort dran zu klinken und in der Vorberechnung, bevor es in den X-Intermodal geht, entsprechend die Fahrpläne anzureichern. Ich gehe gerade noch einmal hier zurück zu dem Fahrplan. Hier sehen wir die Distanz. Und wir wissen auch, durch welche Länder der entsprechend durchfährt. Und entsprechend könnte man dort komplexer rechnen. Ich hoffe, das erklärt halbwegs die Frage. Gibt es noch weitere Fragen im Chat? Ich sehe es nicht. Ich sehe gerade nur meinen gescherten Monitor. Ach so, okay. Da gucke ich mal noch. Der Klaus hatte was zur Rola gefragt, ob die Rola auch Bestandteil ist vom X-Intermodal, beziehungsweise ob man die einpflegen kann. Ja, geht. Ist im Endeffekt ein Schienennetz und wir sehen hier den Parameter Roll-On, Roll-Off, könnte auch Rola heißen, also sprich, wenn es die Fähre ist, wo der Truck mit
Fahrer drauf geht. Gleiches gilt auch für die Schiene. Wenn der LKW mit dem Fahrer quasi von A nach B fährt, dann ist es begleitet. Und dann kann man einen Fahrplan entsprechend mit diesem Fleck versehen. Und dann ist die Rola damit entsprechend eingeschlossen. Okay, Klaus, also ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn nicht, komm auf die Tonspur und leg nochmal nach. Dann hat nochmal der Rolf gefragt, wenn man keine Terminals einpflegt in die Netze sozusagen, ist dann das, was wird dann der Vorlauf zur normalen monomodalen Tourenplanung? Konvergieren die Ergebnisse mit X-Tour? Also letzteres kann ich erstmal verneinen, weil ich glaube, hier findet keine Reihenfolgeoptimierung statt. Ja, du hast eher einen Vergleich zu einem Routing-Request mit A, B, C festgegebenen Stationen und in dieser Reihenfolge werden die auch behandelt oder machen wir hier noch, jonglieren wir hier noch Reihenfolgen? Intermodal, nein, in der Integration mit einem Route-Optimizer kann man natürlich dann entsprechend auch Vor- und Nachläufe dann in Touren einpflegen. Das wäre dann so eine gesplittete Tour. Könnte ich nachher kurz nochmal drauf eingehen. Okay, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Ansonsten mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt einfach mal auf die Demosysteme wechseln. Im Chat sind wir erstmal auf aktueller Höhe. Ja, kannst du loslegen. Okay, dann zeige ich einfach mal so ein bisschen was und wenn es Fragen gibt, einfach reingrätschen und direkt fragen. Großteil habe ich schon in Screenshots verpackt gehabt. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen. Wir sehen jetzt hier unseren Data Manager. Das ist quasi das Expertentool, um die intermodalen Daten zu pflegen. Ich möchte nicht nur 15 sehen, sondern ein paar mehr. Ich zeige jetzt einmal so eine Darstellung, wie Terminals beispielsweise dargestellt sind. Wir sehen hier eine Vermischung, in dem Fall zwischen UN Location Codes, also IT Ravenna, ist der Code für den Hafen Ravenna, und die Verlinkung auf die modalen Netze sieht man hier. Also es ist ein Knoten und der wird entsprechend an verschiedene Netze dann verknüpft. Wir können hier Öffnungszeiten entsprechend hinterlegen und entsprechend auch geokodieren. Vielleicht nochmal ein paar mehr Terminals gezeigt in der Karte. Ich scroll mal runter. So, also man sieht, es hat so eine weltweite Darstellung oder Coverage von den Terminals, die wir bei uns in der Datenschicht entsprechend haben. Es gibt insbesondere, was das Thema Terminals angeht, durchaus Schwierigkeiten, die immer zu mappen. Das ist nicht ganz trivial. Wenn man aus dem TMS-Umfeld kommt, hat man eigene Stammdaten. Und wie geht man dann damit um? Sinnvollerweise, je nachdem, wie die gepflegt sind, wenn es beispielsweise auf der Schiene ist, dann ist so ein UIR-Code, der ist eindeutig. Heißt UIR-Code 550 beispielsweise für Busto. Ein fiktives Beispiel, dann kann man es einfach mappen. Wenn es da heißt, ist es eine Terminal-Kennung, wie beispielsweise hier T-505 Bremerhaven, Nordsee-Terminal, dann ist das Ganze halt schwieriger. Ich habe einfach mal so ein Datenbeispiel ausgezogen, um das darzustellen. Wir als PTV haben Daten für die UIR. Wir haben auch Daten entsprechend von den UN-Low-Codes. Die UN-Low-Codes sind, für die, die es noch nicht gehört haben, eine größere Datenmenge von der UN entsprechend gepflegt in mäßiger bis mittlerer Qualität. Also nicht unbedingt top referenziert, aber eindeutig sozusagen, was die Benennung angeht. Und auf diese Daten kann man mit etwas Mapping-Aufwand entsprechend aufsatteln. Dann würde ich mal zum nächsten kommen, zum Thema Netzwerk. Und ich zeige jetzt hier kurz das Schienennetzwerk. Was passiert denn, wenn ich jetzt beispielsweise einen zusätzlichen Knoten einfügen möchte? Beispielsweise, ich möchte
möchte hier von München aus noch was einfügen. Zum Beispiel nach Weilheim. Kann ich das relativ einfach tun, indem dass ich mir aus der Funktionalität vom Data Manager entsprechend einen zusätzlichen Marker setze. Ich verbuche mir die Koordinate in der Kartenschicht für die Knoten und ich suche mir einen Knoten den ich verbinden möchte und ich verbinde den einfach. Und so kann man relativ einfach Netz weiter modellieren und sich die Ecke, wo vielleicht für einen relevant ist und wo noch nicht abgedeckt ist, entsprechend nachziehen. Ich kann das Ganze auch jetzt wieder entsprechend zurücklöschen und das Netz soweit wieder ausbügeln. So, das war schnell zum Thema Netzwerk. Ich möchte noch kurz das DeepSea-Netzwerk zeigen, weil es insbesondere in der heutigen Zeit ja nicht nur auf Deutschlandverkehre ausgerichtet ist, sondern es geht ja viel weltweit. Also sprich, wir haben hier ein routingfähiges Netz, was ja, den weltweiten Seeverkehr zumindest mal ganz gut abdeckt. Wir könnten da auch detaillierter modellieren, ist aber in dem Datenbeispiel jetzt auf der Ebene gehalten. Wir könnten auch Truck-Linien, beispielsweise Luftfrachtersatzverkehre, darstellen. Das heißt, wenn beispielsweise ein Luftfrachtersatzverkehr vom Flughafen Madrid nach Paris fährt oder von Paris nach Amsterdam, könnte man das auf diesem Netz fahren lassen und hätte dann entsprechend auch fahrplanbasierte Dienste. So. Soweit, so gut. Mit Blick auf die Uhr gibt es hierzu jetzt Fragen an der Stelle. Wenn nicht, dann noch ein letztes Wort dazu. Wir können die Daten, wie wir sie jetzt hier gepflegt haben, entweder über einen File-Export oder über einen Webservice dem X-Intermodal zur Verfügung stellen. Das heißt, ich könnte jetzt hier über diesen Data Manager in den X-Intermodal schreiben oder aber der X-Intermodal bietet auch im Rahmen von der API die Möglichkeit, Fahrpläne während der Laufzeit zu aktualisieren. Das heißt, insbesondere wenn sich Kosten oder wenn sich beispielsweise zusätzliche Fahrpläne einstellen, kann man die dementsprechend einspielen. So, das war das Thema Data Manager. Und jetzt möchte ich einmal zurückgehen auf einen Remote Desktop. Einen kleinen Moment. Den möchte ich nicht. Ja, den trennen wir. Da ist er. So, genau. Und jetzt zurück zu unserem Route Optimizer Framework. Ich route jetzt einfach hier nochmal etwas durch und red derweilen. Und wenn es dazu auch Fragen gibt, sehr gerne. Ich gehe zuerst mal hier kurz in die Referenzen. Ich erlaube jetzt hierbei kein Straßenfahrplannetzwerk und auch kein Luftfrachtnetzwerk. Ich erlaube auch nur unbegleiteten Verkehr und meine maximalen Kosten sollen nicht höher als 5.000 Euro sein. Gut. Und ich starte jetzt einfach mal. Ich würde jetzt von beispielsweise Paris losgehen. Und ich gehe nach England, beispielsweise nach Liverpool. Jetzt mal als Endpunkt und rechne jetzt nochmal schnell durch. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte neben einer reinen Straßenroute und einer ersten intermodalen Alternative zum Straßenrouting 4 weitere zusätzliche Alternativen haben. Ich habe jetzt hier 6 Routen gekriegt und man kann es jetzt ganz schön auf der Karte sehen. Wir gehen in Paris los und beispielsweise hier die türkisfarbene Alternative geht nach Dieppe, dann nach New Haven und dann wird getrackt. Wir können auch beispielsweise hier vielleicht die Grüne uns mal anschauen. Die geht hier ein Stück quasi Richtung
Amsterdam und von dort aus dann Richtung Newcastle und dann wird bis nach Liverpool dann wieder getrackt. Hier sieht man noch so kleinere Marker nebendran. Das liegt daran, dass teilweise die Dienste, die Seeverkehrsdienste weiterführen. Das sind irgendwelche Rundläufe, wo dann zusätzliche Terminals angefahren werden. Wir stellen jetzt aber quasi nur im Polygonzug in dem Tool den relevanten Anteil dar. Also davon bitte nicht verwirren lassen. Wir könnten jetzt auch sagen, wir gehen mit einem Anbieter mit der Bahn nach Seebrügge, also nach Antwerpen. Und von Antwerpen aus gehen wir dann nach Tilbury so. Und fahren dann weiter. Das sind so diese typischen Anwendungsfälle. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte die Schiene vermeiden. Das zeige ich jetzt gerade mal. Jetzt sollte kein Routing mit einem Anteil von der Schiene entsprechend ausgegeben werden. Wir sehen, hier oben ist alles Deep Sea. Das ist kein Rail Deep Sea in Kombination. Aber es werden weiterhin verschiedene Alternativen dargestellt. So, das wäre ein Beispiel. Mache nochmal ein zweites Beispiel. Könnt von Rotterdam nach Italien, nach Piacenza beispielsweise jetzt mal routen. Das hatte ich vorhin als ganz gut rausgefunden. Gehen wir einfach mal in Richtung Rotterdam. Beliebiger Startpunkt in Rotterdam und wir gehen nach Italien. Nach Piacenza. So. Wir setzen den Endpunkt. Wir fahren jetzt zum Abfahrtszeitpunkt am 18.01.2022 um 8 Uhr los. Wir könnten jetzt auch sagen, wir fahren beispielsweise erst auch am Donnerstag los. Ich route das Ganze jetzt nochmal schnell durch und sehen, mit der Schiene, die noch gesperrt ist und nur mit dem Schiff kriegen wir keine Alternative hin. Ich erlaube jetzt die Schiene und sollte jetzt verschiedene Alternativen bekommen. Und siehe da, es gibt jetzt verschiedene Alternativen, die zur Verfügung stehen. Die kann man jetzt sich dann auch wieder entsprechend durchschauen. Also beispielsweise von Rotterdam nach Segrate bei Mailand, von Rotterdam nach Brescia mit dem Anbieter Hupac. Ich kann das Ganze hier ein bisschen größer ziehen. Mit Maersk Italia von Rotterdam nach Brescia mit der TX-Logistik. Und so weiter. Diese Eingangsdaten, davon hatten wir es vorhin ja, sind quasi so der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Also welche Fahrpläne stehen zur Verfügung? Mancher Logistiker arbeitet insbesondere mit einem Kombiverkehr zusammen und hat vielleicht keinen Zugang zu Hupac-Fahrplänen oder er hat gar keine Fahrpläne und stellt sich die Frage, kann eine PTV dort quasi initial so einen Datentopf bereitstellen, für gängige Anbieter wie beispielsweise TX, Hupac und Kombiverkehr. Also die drei sind in etwa für so 2/3 von den intermodalen Angeboten auf der Schiene in Europa zu haben. Da haben wir Importmöglichkeiten und könnten auch etwas liefern, um da vielleicht eine Frage schon vorauszukommen. Das wäre der Routing-Anwendungsfall. Ich würde jetzt noch einmal ganz schnell zum Planungsanwendungsfall kommen. Ich habe jetzt hier diese bereits in der Präsentation gezeigten 6 Aufträge. Die sind jetzt auch schon soweit mit Transportalternativen vorgerechnet. Und ich möchte jetzt quasi für diese Transportaufträge, ich kann gerade mal einen zeigen. Da gibt es jetzt hier verschiedene Alternativen, also 19 Stück. Und welche davon soll ich nehmen? Die reine Straßenalternative ist beispielsweise mit über 1000 Kilo CO2 mit Abstand die teuerste. Dann gibt es Bahnalternativen, die davon ein Viertel haben. Ne? Also von den Kosten sind es auch knapp 300 Euro günstiger. Also welche wähle ich aus? Das ist die Fragestellung. Dafür gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, für einen das jeweils zu tun oder
entsprechend für alle. Hier ist es in dem Fall jetzt von UPAC ein Fahrplan, der genutzt wird. Ich könnte jetzt auch sagen, nutzt mir mal alle und mach das Ganze für alle 6. Und entsprechend werden jetzt die Fahrpläne vorgeschlagen, die gebucht werden sollten. Das wäre jetzt sozusagen das globale Optimum, also niedrigster Preis, um alle Fahrpläne entsprechend abzubilden. So, wir haben es jetzt noch 10 Minuten und jetzt würde ich eigentlich nochmal in eine Frage-Antwort-Runde einsteigen können. Da haben wir auch schon welche im Chat. Ich gehe die gerade mal der Reihe durch. Danke erstmal, Florian, für das bisher. Oliver Franz fragt, ob denn die API hier, wir haben es jetzt noch nicht ins Framework von der API reingeguckt. Wir haben ja jetzt alles über die Anwendung gesehen. Aber du hast vorhin ganz kurz den Raw-Request daran gezeigt. Der X-Intermodal ist Stand heute eine Software, die auf dem X-Server 1 Framework basiert. Ja. Die letzte Version ist 1.34. Okay, also auf der aktuellen 1er gepatchten Log4j und so weiter Variante. Das zum einen. Und das zweite war nochmal die Frage auch vom Oliver. Was wird als Zielfunktion minimiert oder optimiert, sagen wir mal pauschaler? Die Kosten oder? Ja, die Kosten. Wobei man natürlich eben die Möglichkeit hat, kleinseitig noch nach anderen Kriterien weiter zu filtern. Also du hast erstmal von den Parametern, vielleicht kannst du nochmal an die Stelle gehen, wo man die Parameter gesehen hat, die man setzen kann. Also ich kann hier ein Kostenlimit sehen, setzen. Das war auch analog zu dem RAW-Request-Runner aus dem X-Server, wo man entsprechend Kostenlimit setzen konnte. Zeitkostengewichtungen. Ich könnte auch hier entsprechend eine Frachttariftabelle hinterlegen, wo dann Tarife für Mengen bzw. Gewichte berücksichtigt werden. Das ist aber dann relativ detailliert. Es geht vielleicht jetzt auch ein Stück zu weit. Da können wir auch gerne im individuellen Gespräch nochmal genau drauf eingehen. Ja, genau. Aber prinzipiell, es wird nach einer Dimension entsprechend oder nach einer Variablen optimiert und das sind die Kosten. Super, besten Dank. Ja, weitere Fragen? Also auf jeden Fall, wenn jetzt jemand zwar eine Frage hat, aber ich denke, ich will die nicht in der großen Runde hier stellen. Wir machen gerne auch 1:1 Sessions mit Florian. Dann könnt ihr nochmal euren spezifischen Bedarf mit ihm klären. Heute geht es ja jetzt eher ums generische Grundverständnis, was diese Komponente so eigentlich für ein Ziel anbietet, ja, oder für eine Aufgabenstellung abdeckt. Florian, wolltest du, oder das kann ich auch gegebenenfalls machen, mal die Doku zeigen, wie man sich das vorstellen kann? Ja, kleinen Moment. Ich verbinde mich gerade nochmal mit dem anderen Rechner. Oh. Ja, kann ich gerade noch vielleicht noch zwei Kennzahlen sagen, bevor es weitergeht. Vielleicht interessant für die Zuhörer. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen geguckt bezüglich der Emissionen. Wenn man also mal jetzt hier für den Logistik globalen Bereich mal die Anteile sich anschauen will, wie viel Emissionen ausgegeben werden, dann auf der Straße liegen wir bei knapp 62%. Und wenn man mal so die Rail anguckt, bei 3%, also da sieht man mal so schön die Unterschiede, wo jetzt momentan am stärksten Emissionen verbraucht werden. Und wenn man noch die zweite Kennzahl noch berücksichtigt, dass der Gesamtverkehr in den nächsten 10 Jahren in Deutschland so aufgerundet um knapp 40% gesenkt werden muss, damit wir unsere Ziele erreichen, tatsächlich gesamt 55% Emissionen in 2030 reduziert zu haben, dann weiß man schon, mit welchen Möglichkeiten man tatsächlich planen muss in Zukunft, um tatsächlich dann die Emissionsziele zu erreichen. Und wir haben es ja gerade so schön gesehen, dass man halt durch dieses Intermodale, insbesondere wenn man die Schiene verwendet, da ein sehr, sehr starkes Einsparungspotenzial hat. Das muss man halt auch beachten bei der ganzen Betrachtung. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall wahr. Es gibt auch zunehmend Druck auf die Industrie, auf die Verlader, emissionsarm zu transportieren.
Und der wird an die Logistiker weitergegeben. Also sprich, es wird dort in den nächsten Jahren zunehmend Handlungsbedarf bestehen, modal zu wechseln. Jetzt war die Frage nach der Dokumentation. Also es gibt hier aus dieser X-Server-Management-Konsole entsprechend das Manual. Jetzt ist die Frage, ich bin jetzt hier auf einem gerade gelandet. Auf Developer-Skype, bitte. Ja. Und dann die Dokumentation expandieren. Also das ist alles, man sieht, es ist X-Server 1. Es ist X-Server 1 Framework. Ihr kennt die Diagramme vom Lesen her. Wenn du links Operations expandierst, sieht man auch die einzelnen Funktionen beschrieben. Also ich kann jetzt über API das, was die Anwendung vorhin gemacht hat, der Data Manager, ich kann über API abfragen, gib mir mal die Liste aller Terminals, gib mir mal die Liste aller Fahrpläne und so weiter. Das kann ich über API holen oder irgendwo anders wird es auch, unten sieht man dann wahrscheinlich bei den Import-Funktionen. Ich kann eben auch über die API die eigenen Fahrpläne reinladen oder ins System reinpushen, sodass die dann on the fly hinterher zu verwenden sind. Ich muss den Server nicht durchstarten, sondern das ist dann entsprechend in dem Moment gleich drin. Das mal geschwind zur Doku. Wie gesagt, wenn jemand eine Version haben will, können wir zur Verfügung stellen. Natürlich, wir können sie erstmal ohne Karte geben, dann könnt ihr das entsprechend lesen. Also das ist dann nur, setzt dann nur eine Lizenzdatei voraus und den X-Server als Klasse, als in der Form, wie ihr es von anderen X-Server 1 auch kennt. Dann hättet ihr was zum Lesen. Jetzt kommt eine Frage noch im Chat, ob es geplant ist, den X-Intermodal mit der Karte 2022.1H verfügbar zu machen und auch mit dem entsprechenden Schienennetz? Aktuell würde ich das erstmal verneinen. Ist erstmal Stand heute nicht möglich. Es muss halt entsprechend durchgetestet werden. Das Thema ist dabei insbesondere Industriegebiete, die sind entsprechend in der es ist so ein Area Layer in der Karte. Und wenn man dort entsprechend kodieren möchte, kann es zu Problemen kommen. Es ist für Karten ab 2020, glaube ich, ist es problematisch. Das Ganze kann man auch entsprechend in der Karte quasi deaktivieren. Dann ist es aber halt nicht die Standard-Standard-Karte. Okay, das waren die Fragen, die wir soweit aus dem Chat hatten. Das widerspricht sich aber mit der Maut. Aktuell ist es so, dass wir die Mautberechnung nur noch für die letzten zwei Karten garantieren. Okay, okay, da vielleicht noch ein kleines Wort zu dem Thema Karte. Insbesondere, wenn es darum geht, man möchte vielleicht in Europa nur routen, dann reicht eine Europa-Standardkarte. Wenn man halt sagt, ich möchte weltweit routen, braucht man ein größeres Netz und auch entsprechend eine größere Karte, sprich eine Weltkarte muss her. Und das heißt dann so viel wie, neben der Europa-Standardkarte könnte man eine Weltkarte entsprechend daneben stellen. Wir haben jetzt heute schon Screenshots gesehen, wo du eben auch die Nordamerika und Europa in der Karte sichtbar war. Das war dann auf der World Map, oder? Nehme ich mal an. Ja, genau. Okay. Wie verhält sich das da mit der Maut? Also der X-Intermodal rechnet keine Maut. Der rechnet quasi den Transportweg. Ja, aber wenn du den Vor- und den Nachlauf auch von dem Transportweg berechnen willst, brauchst du auch Mautberechnungen. Ja, aber die ist vereinfacht in dem Sinne. Es geht auch um vereinfachte Lenk- und Ruhezeiten. Was man tun kann, ist, man kann halt sagen, ich nutze einen Standard-X-Route bis zum Terminal. Also sprich, ich rechne zweimal. Sprich, einmal von A nach B, um die einzelnen Transport-Lags zu bestimmen, also wo steige ich quasi ins Terminal ein und wo steige ich wieder aus. Und für jeweils den Vorlauf vom Startort zum Terminal, wie auch vom Terminal
Zum Zielort wird dann in zwei einzelnen X-Route-Requests dann nochmal einzeln gerechnet. So könnte man das relativ einfach gehen. Das bedeutet, du hast bei der X-Server-Installation eigentlich mehrere Karteninstanzen, richtig? Also einmal eben halt eine Karte für das Modal und einmal eine Karte für den Standard-X-Route. Der Standard-X-Root würde immer die aktuellste und neueste Karte halt nutzen. Genau. Also für den X-Intermodal ist es möglich, eine aktuelle Karte zu nutzen. Da muss man aber in eine entsprechende Aufbereitung nochmal von der Karte, um dort eine Layerschicht entsprechend zu manipulieren. Aber du kannst die Routings miteinander kombinieren. Also das heißt, du rechnest erst auf der Standardkarte für den X-Root 2022-1H. Gehst dann zum Netz, wo du der Übergabepunkt ist, am Terminal, gehst du dann aufs Netz von dem X-Intermodal, rechnest die intermodale Strecke und gehst am Ende, wo es dann wieder auf die Straße geht, wieder auf den X-Route mit dem 2022-1H-Netz. Ja. Okay. Das wäre die Idee. Ja. Das ist genau dasselbe, wenn du zum Beispiel unsere HBEFA-Werte, also sind ja auch CO2 oder Treibhausgase, die wir ausgeben. Und wenn du die zusätzlichen Informationen haben möchtest, dann ist es sowieso notwendig, dass du dieses ganze Straßenrouting auf dem X-Route machst, weil da haben wir natürlich auch die ganzen LKW-spezifischen Informationen exakt haben. Und dann ist es auch notwendig, wenn man dann die tatsächliche Route im Vor- und Nachlauf berechnen will, dass man das auf jeden Fall im X-Route durchführt. Ja, aber das ist ja ein Weg, wie wir letztendlich auch aufzeigen können, dass das aktuelle Mounten mit dem X-Route und der aktuellen Karte eben nach wie vor berechnet können für den Straßenanteil. Ja? Ja. Auf der intermodalen Strecke ist ja letztendlich außen vor. Das ist ja eine komplett eigenständige Karte letztendlich. Ja. Also der X-Intermodal soll nicht den X-Route quasi in dem Sinne ersetzen, sondern steht komplementär daneben. Ja. Und on-prem. Okay, also wir haben jetzt, auch wenn du vorhin eine Adresse in der Cloud benutzt hast für den Data Manager sozusagen, jetzt stell mir mal vor, ich bin jetzt einer aus dem Publikum und ich sage so, Herr Klitsch, ich hätte mal gerne so eine Testversion und würde da mal gerne mit rumspielen. Was stellen wir dem dann zur Verfügung? Einmal X-Server-Setup, wie man es schon kennt. Ja. Was ist mit dieser mit der Data-Manager-Oberfläche? Weil ich muss ja dann bei mir lokal meine Daten pflegen. Kriege ich dann eine IIS-Anwendung von PTV testweise? Oder? Haben wir, ja. Okay, also können wir auch die Oberfläche mit zur Verfügung stellen. Da muss man nicht ausschließlich über Programmierung rangehen. Gut, könnte unser Publikum, sind ja Entwickler alles, von daher wäre das kein Problem. Okay, gut, wir sind gut in der Zeit, wir haben eine Stunde gebraucht, haben einiges gesehen. Hast du noch was zu ergänzen oder hat noch jemand aus dem Publikum Fragen, sei es per Chat oder direkt auf Tonspur? Rückmeldung, will mal jemand seinen Bedarf beschreiben, wo er sagt, ja, dafür hätte ich gerne mal, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, den Intermodal benutzt. Freiwillige vor, nur keine Hemmungen. Wir haben auch schon Anwender drin, also ich weiß, dass jemand da ist, der den Intermodal benutzt. Ich heb mal meine Hand. Also ich habe ja nun gelernt, dass den X-Intermodal so mal für locker probieren nicht so geschmeidig an den Start zu kriegen ist. Das ist natürlich nicht wirklich niederschwellig. Ihr kennt mich ja, ich suche ja das niederschwellige Angebot. wie willst du anderen Leuten eine Pfütze auf der Zunge machen, wenn du einen relativ großen Verhauch hast? Also zumindest interessant wäre es ja mal, wenn man diesen Data Manager zumindest für Testinstallationen, zum Beispiel Deutschland oder Europa, auf so ein generisches Netz runterziehen könnte, so wie es der Kollege Florian ja auch offensichtlich für seine Testfälle hier angesetzt hat, dass man das Kunden zur Verfügung stellt. Also insofern keine Frage, sondern eher eine Anregung. Ja, niederschwelliges Angebot glänzt dadurch, dass man eher so ein bisschen out of the box turnkey da an den Start gehen kann. Ja, da vielleicht einfach mal eine Antwort. Es ist ja möglich zu sagen,
PTV gibt uns die Routing-Komponente und stellt uns dort Basisfahrpläne für gängige Operateure entsprechend gleich schon ein. Und ich kümmere mich nur noch quasi um das Ansprechen, dass dort Start und Ziel quasi reingeschossen werden und stelle die Ergebnisse in einer Tabelle oder auf einer Karte oder wie auch immer entsprechend dar. Sprich, da dieser Data Manager ist in dem Sinne, kann genutzt werden, muss aber nicht zwingend. Okay, jetzt hat ein Kollege, der auch hier mit drin ist, schon gesagt, wir können durchaus das niederschwellige Angebot, was du jetzt einforderst, gewissermaßen, Rolf, kann man auf verschiedene Ebenen machen. Also erstmal könnten wir in der DMZ auch eine Version der Doku zur Verfügung stellen, da müsst ihr gar nichts installieren. Da kriegt ihr nur eine URL, dann könnt ihr auf der Doku browsen, könnt euch mal Gedanken machen über oder einlesen einfach, wie es mit APIs vielleicht gewohnt seid. Das können wir machen, da müsst ihr nichts installieren, wenig Aufwand, jedenfalls bei euch, der Aufwand wäre bei uns. Das Zweite ist eben, dass wir sagen, okay, wir stellen euch die Software zur Verfügung mit einer Lizenzdatei und Florian macht eine 1:1-Session mit euch zum Installieren. Wie gesagt, ganz alleine hinkriegen, weiß nicht, nutzt einfach die Gelegenheit, wenn Florian das schon anbietet, dass er euch quasi begleitet bei der Installation und euch vielleicht an der Stelle nochmal eine Einweisung in die ganze Thematik gibt. Also das dazu. Also ihr müsst nicht gleich 3 Tage Installation alleine machen, sondern dafür ist ja der Florian auch da. Ja. Das dazu. Noch Fragen? Sonst hole ich die Folien mal wieder zurück zu mir oder den Schirm. Ich mache das mal, notfalls springen wir wieder zurück. Ich bin jetzt im Prinzip wieder bei den Folien, vielleicht noch ganz kurz was aus dem Browser. Also auch ich habe bei mir den X-Intermodal verfügbar. Ihr könnt mit euren Fragen auch bei mir aufschlagen, was vielleicht nicht jeder weiß, aber ich jetzt sicherstellen möchte, ist, es gibt auch ein X-Intermodal-Unterforum. Da habe ich auch die Screenshots schon drin, die mir der Florian zur Verfügung gestellt hat, weil auch gerade beispielsweise aus den Staaten die Tage von einem Kollegen die Frage kam, ob das Ganze auch international, interkontinental mit USA funktioniert und so weiter. Ihr seht, ich glaube, wir haben, kleine Manöverkritik, vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig kommuniziert, dass wir diesen Server haben, dass wir diese Funktionalität haben. Da arbeite ich dran, dass wir das sozusagen ein bisschen verbessern. Und die Doku, wie gesagt, können wir euch noch extern zur Verfügung stellen. Und ansonsten, im Augenblick ist es noch nicht so, das ist der Link aufs Intermodal-Forum. Showcases haben wir nicht externe, aber da kann man vielleicht dann noch dran arbeiten. Ich habe hier mal noch den Link auf das Emissionswebinar von neulich mitgenommen, einfach weil die beiden Themen doch irgendwie recht nah beieinander sind. Ich habe jetzt auch gemerkt, wie kommen denn die Emissionswerte überhaupt in den Intermodal rein und so. Da ist schon Berührung da. Und ich sage es gerne einmal mehr, wenn ihr eine Testversion haben wollt, dann könnt ihr die entsprechend kriegen. Dann müsst ihr mir Bescheid sagen oder eurem Sales-Ansprechpartner oder direkt beim Florian sozusagen. Das wäre es aus meiner Sicht für hier und heute gewesen. Ich habe noch ein paar Webinare auf dem Schirm. Wir werden demnächst diese Veranstaltung noch auf Englisch machen. Wir werden nochmal ein englisches Emissionswebinar machen. Wenn ihr zu diesem Format, wenn ihr noch Vorschläge habt, wo ihr sagt, ihr würdet gerne Themen einreichen, die wir auch mal vielleicht so in dieser interaktiven Runde besprechen, gerne an mich wenden, dann nehme ich die auf die Liste. Ich habe noch so eine kleine Queue, wo ich sage, die möchte ich demnächst mal noch irgendwie terminlich einplanen und dann entsprechend pro Thema mir überlegen, wen laden wir da einfach dazu ein. Und ja, das wäre es von meiner Seite aus. Florian, Klaus, sonstige Kollegen, Publikum, wer will noch was loswerden? Ansonsten bedanke ich mich einfach bei Florian für die entsprechende Demonstration, für die Infos. Da kam gerade noch eine Frage im Chat. Dann. Wer denn? Was? Ja. Holst du auf die Sachs? Wiederholst kurz, Klaus? Was war's? Eine war die Roadmap. Ja, ob es schon eine Roadmap gibt, den Intermodal auf die X-Server 2-Ebene zu hieven? Kannst du dazu was Strategisches sagen, Florian? Kann ich nicht. Naja, also der Klaus und ich, wir sind dran. Also wir sind im Produktmanagement im Gespräch, wollen da auch, dass es weiter hochgehievt wird, sind in Diskussion, aber momentan gibt es da keine fixe Roadmap. Da sind wir dran. Okay, und dann haben wir noch eine technische Frage. Kann man im SOAP-Request mitgeben, dass es nur von Terminal zu Terminal gehen soll, sodass also keine Straßennutzung dabei ist? Also
Wir haben einen Anwendungsfall in unserem Route Optimizer, wo man von Terminal zu Terminal routet, wo quasi das genau dieser Anwendungsfall wäre. Von daher gehe ich davon aus, dass es diesen den Aufruf gibt. Ich müsste jetzt aber selbst auch nochmal in die Beschreibung reinschauen. Okay, weiß jetzt aus dem Stegreif gerade nicht, leider. Okay, aber die Frage können wir im Nachgang nochmal klären, 1:1 ja. Mit ja. Stefan sozusagen. Okay, gut, dann sind wir, glaube ich, mit den Fragen soweit durch. Danke für euer Interesse. Ich beschneide das Video, stelle es wie üblich auf den Kanal und danke auch für eure Teilnahme und wir hören uns bei den nächsten Webinaren. Und Florian, vielen Dank für die Präsi. Dankeschön. Okay, ciao. Tschüss.